gerade hier unten stehen geblieben. Es gibt insgesamt so 4 Menschentypen. Also im Marketing sagt man von den 4 Kundentypen. Es gibt insgesamt 4 Menschentypen. Ne? Also es gibt sozusagen, und da gibt es wieder unterschiedliche, manche benennen die dann mit Tiernamen, ja? Manche mit Farben, ja? Und es gibt unterschiedliche Sachen. Also man kann hier davon ausgehen, man hat hier, was habe ich jetzt gerade im Kopf, die gibt es unterschiedliche Tiermuster auch. Also manche nehmen nur Hunde her, ja? Und manche eine Mischung. Also, ich versuche mal alles drei. Also das sind zum Beispiel unsere Kundentypen hier unten. Ja? Und es gibt insgesamt 4 davon. Also hier haben wir den, schreibt man das so, Haifisch. Ja?